Willkommen zur vierten Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe ja hier jetzt schon meine zwei Kolonien. Sieht schon ganz gut aus, denn ist mir auch noch aufgefallen, es gab ja gerade noch eine Wahl am Ende der letzten Folge, wo hier die von mir ja durchaus favorisierte, wie heißt sie, Aomame Ito gewonnen hat. Ja, jetzt habe ich zwar keinen Vorteil mehr bei Bergbaustationen, wie das vorher war beim Bau. Aber hier einflussmäßig sieht das, glaube ich, schon ganz okay aus. Also es ist jetzt nicht riesig, gerade mit den Erlässen. Das reicht mir momentan doch noch nicht so ganz. Aber egal, ich denke, das ist schon ein ganz guter Kandidat. Die kann da auch bleiben. Das Schöne ist auch, hier die will ja Bergmann haben, sprich die will hier Bergbaustation gebaut haben. Und das passt mir auch ganz gut. Ich habe ja sowieso schon geplant, hier mit dem Konstruktionsschiff hier zwei zu setzen. Und ich denke, hier zwei weitere stehen hier auch noch an. Kann ich eigentlich gleich machen, oder? Durch den Außenposten, den ich hier gesetzt habe. Wenn ich den einmal dabei bin, kann ich da auch gleich hier noch die Wurmlochstation setzen. So, jetzt ist das durch, haben wir fast die Mineralien alle wieder auf den Kopf gehauen, die wir hatten. Ja, also schön, dass irgendwo ist. In dem Fall ist es mal schön, weil irgendwo wollte ich es denn schon so mit dem Kandidaten. Das Blöde ist halt, das war ja hier eine von meinen Anführern, nämlich hier der Gouverneur, und deshalb hat jetzt eben hier Arcadia kein Anführer mehr. Das ist natürlich ärgerlich, das ist das, was bei dieser ganzen Wählerei, sag ich mal, mit den Demokratien mich denn doch stört, wenn man es halbwegs steuern kann. Denn ja, aber selbst dann ist eben einer weg und ich brauche jetzt einen neuen und die 50 Einfluss, die sind einfach mal weg. Mal gucken, was wir da jetzt so. Ach na gut, immerhin. Das sind ja irgendwie ganz andere. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Die werden irgendwann durchgemischt neu. Hm? Na gut, sei es drum. Ich habe wieder einen neuen Blocker hier, also einen der Blocker sozusagen haben will, hilft, was auch immer, wenn wir die gleich mal wieder hier einsetzen. Mal gucken, was haben wir denn hier bei den Wissenschaftlern. Ach, tja, da sehe ich ja nur auch gerade noch was. Der Punkt ist, es spielt ja durchaus eine Rolle, was man da als Wissenschaftler gerade drinne setzen hat, also bei der Forschung, weil je nachdem, für welches Fachgebiet der halt ist, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch um einiges erhöht, dass dann eben eine Technologien aus eben diesem Fachgebiet kommt. Problem freilich ist, ich habe ja momentan schon zwei, gut, einer ist nur aktiv von den Universal 10% Forschern drin. Und hier ist sogar noch einer. Tja, also ich muss sagen, ja, irgendwo muss ich natürlich, ja, sollte ich sagen, solange ich keinen Unsinn erforschen muss, ist es mir eigentlich fast lieber, wenn ich eben die hier habe, weil ja 10% immer ist einfach toll. Aber na gut, das kann denn schon mal passieren. Hatte ich eigentlich noch nicht, wenn ich mir das überlege, dass ich eben wirklich Sachen dabei habe, die man so gar nicht gebrauchen kann. Andererseits wäre es momentan natürlich schon durchaus hilfreich, wenn ich hier mal in meiner, wie soll ich sagen, Raketentechnik weiterkomme. Wenn da irgendwann mal passiert, Richtung Raketen, Torpedos, solche Sachen, und da wäre es schon praktisch, wenn der hier drinne sitzen würde, der Guru Tsuge, zumindest mal in dem Moment, wo die Technologie wechselt und sozusagen ausgewürfelt wird. Insofern bin ich durchaus geneigt, den hier zu nehmen und dann vorher reinzuwechseln. Aber wenn er das jetzt schon anbietet, würde ich den hier durchaus auch noch mitnehmen. Gerade gesehen, irgendwann wird er wieder weggewürfelt. Also dann nehmen wir den erstmal hier rein. Hier das mit den Häuschen, das ist erstmal nicht so wichtig. Also hier die Ingenieurkunst. Den erstmal hier. Also hier muss der dann natürlich rein, wenn es soweit ist. Also in irgendwie 42 Monaten, das ist natürlich noch eine ganze Ecke hin. Und bevor der denn hier weg ist, sammle ich den mal auch noch ein.
Ansonsten gebe ich den hier frei, aber im Moment muss ich sagen, lasse ich den da schon noch ganz gern drin. Zum einen hat er sowieso ja eben hier die vollen Prozent, aber diese ganzen, wie soll ich sagen, Technologien, die die Blocker entfernen, die hätte ich natürlich jetzt schon ganz gern, um da das Zeug wegmachen zu können. Irgendwo zumindest was Sozial, Bereich angeht, hat das für mich momentan wirklich die höchste Priorität. Wenn ich das hinkriege, da die Sachen da weiter zu räumen, wäre mir das schon ganz lieb. So, dann wollen wir mal gucken, wie sieht das jetzt hier aus. Der ist da oben fertig. Dann könnte er ja eigentlich mal hier auch ein paar Anwurfs weiter wegmachen. Das denn schafft hier. Da war doch auch einer. 2%. Das klingt doch ganz gut. 12%. Das Riesensignal. Was ist hier auf Sirius? Auch 12%. Terminaler Orbit. Naja, am Ende ist es auch Wurst. Was ist das hier? Handelsposten. Der ist ja 4. Naja, mach mal die 2 hier erstmal und dann mal gucken. Jo, auf geht's. Der hat seine Aufträge. Tja, ansonsten müsste ich ja vielleicht auch mal das Geld zusammensparen. 360 braucht der Raumhafen in Sirius. Ich habe ja nur gerade hier alles ausgegeben, aber ja, vielleicht auch nicht so sinnvoll, aber dann ist das alles mal eingeplant. Dann kann ich es nicht vergessen. Das ist ja auch nicht so übel. Schauen wir mal. Also der ist hier fertig. Mach mal dran. Der ist repariert. Na gut, da war jetzt nicht schwierig, das hinzukriegen. Ich denke, das Geld sollte ich jetzt hier wirklich sparen. Oder die Credits oder was auch immer. Nochmal, das ist auch noch einer neu. Ist ja da forscht. Okay, da ist dieser Posten fertig. Der keramische Behälter, Spezialprojekt. Wir haben einen Miss erhalten. Klar, das wollen wir natürlich lösen. Prozent. Bei uns 0%. Dann kann er das ja gerne machen. Hier muss er auch 4. Naja, geht schon. Kommt langsam hoch. Eigentlich ist das eben so eine Sache. Ne? Ich hätte ihn schon gerne auch noch ein paar weitere Sterne erforschen lassen, weil das einfach viel mehr Erfahrung bringt. Aber gut, alles geht halt nicht. 304. Hier wird dann sicher gleich, so meinte ich das doch gar nicht, hier wird sicher gleich der Raumhafen verfügbar sein. Und zwar jetzt. So, wenn der durch ist, kann ich da auch das Solarnetzwerk bauen. Da kriege ich wieder noch 3 Energie. Schon mal gut, die werde ich auch brauchen, wenn ich hier alles durchbaue. Geht zwar die Mineraliensache immer schön weiter hoch, das ist ja auch die Idee. Aber ja, die Energie geht halt immer weiter runter. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Na gut, hier brauche ich die Technologien, um die Blocker zu entfernen. Was sagt er hier so? Die Hazards, die Jungs hier unten, sind von irgendjemand zum Rivalen erklärt worden. Na gut, ist nicht mein Problem. Aber hier könnte ich jetzt natürlich schön die Dinger hochziehen. Das kostet natürlich auch alles, aber na gut. Ich glaube, immer eine halbe Energie.
die dann halt die Dinger mehr kosten. Aber was soll's. Bringe ja auch einiges auf das Feld, hätte ich gern den Energy Hub denn draufgepackt. Wenn ich ihn denn erforscht habe, noch habe ich ja nicht. Interessanter Fund, ein Artefakt gefunden, sehr schön. Stopp, stopp, stopp. Und Aran. Na, dann geh du dahin. Teile könnte ich ja wirklich schon fast hier einen Erlass schalten. Aber andererseits, ich habe halt nicht so viel hier momentan. Also nicht so riesig viel. Stopp. Ein Plus. Ein bisschen Luft brauche ich schon. So, haben wir denn hier neue Forschung? Ah, das ist hervorragend. Dann mache ich gleich hier weiter. Gefährliche Tierwelt. Wobei die Dinger hier, das ist natürlich auch so eine. Ah, das nehme ich jetzt doch mal kurz noch zwischen. So, und denn. Warte mal hier. Hier muss ich mal schauen, wie sich das eigentlich auswirkt. 14 Monate mit dem. 15 mit dem. Oh, na gut, der eine Monat geschenkt. Da lasse ich den mal drin. Dann kann ich nicht vergessen, den zu tauschen. Das ist mir nämlich schon öfter mal passiert. Also mit dem Rumtauschen von den Anführern, das finde ich schon eine witzige Idee. Ist natürlich wirklich sehr, sehr heftiges, wie soll ich sagen, Micromanagement. Aber da kommt schon was bei rum. Aber das kann man eben auch schnell mal vergessen und dann ist es halt auch doof. Bergbaumandat, gut, das erfülle ich denn auf jeden Fall mit den zwei ja, Bergbaustationen. Fehlt dann jetzt noch eine. So, ja, die Edel ist gleich auf 5, naja. Ich denke fast die Gebiete, Ich würde ja ihm gerne auch noch ein bisschen was lassen, wie dem Dennis. Der ist halt ständig am Absammeln von den anderen Dingern, das ist zwar okay, aber da kriegt er halt alles in allem nicht ganz so viel Erfahrung. Boah, jetzt ist gerade mal am Anfang von 4. Also ich denke, das Ding, das wird denn eher mal eher übernehmen. Er hat sich auch gerade schön ausgedehnt. Er hat wohl gerade eine Grenzerweiterung erforscht. So, wenn wir hier nehmen, haben wir auch was gefunden. Wunderbar. Ups. Dann war schon durch damit. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wahrscheinliche Keramik, Level 4. Ach, komm mal her hier. Du erkundest da. Ich bin gespannt, was davon alles gut geht. Zwölf Prozent, das ist ja eigentlich wirklich nicht so viel, aber naja. So, hier ist das Ding soweit. Gib her, Solarfeld. So, und hier haben wir natürlich jetzt auch so ein paar Dinge. Nahrung auch noch einen hoch. Ich glaube, da gehe ich doch lieber auf den anderen Planeten. Und hier noch einen mehr, weiß ich auch nicht so sehr. Komm mal her. Kann der schon Blocker? Ja, kann er, alles klar. Der Blocker ist da. Dann 60. Der hat seine Bergbaustation und dann werden wir mal hier noch und hier noch. Okay. Und dann
gut, das geht zwar schneller, das Entfernen, wenn ich den hier lasse, aber Geschwindigkeit ist jetzt nicht ganz so schlimm. Nimm du mal den. Du den. Alles klar. Tja, der ist hier durch, aber hat dann nichts mehr zu tun, auch weil er das da übernommen hat, aber so ist es dann eben. So, nein, Gasriesen. Naja, mach. Kannst du auch noch mitnehmen. Ach, kurz vor 5. So, da ist auch die Station soweit. Wunderbar. Jetzt noch Stopp, ich habe doch hier noch was gesehen. War ja. So, und hier können wir jetzt auch richtig schön erforschen. Da haben wir neue Gebiete. Kam ja gerade richtig. So, das sind hier noch 10. Naja, oh, das ist ja, oh, das ist gut, wenn ich den hab. Wunderbar. Das wird auf jeden Fall helfen. Gasförderstation. Gasbaueinrichtung. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Da fehlen hier. Was haben wir denn hier gefunden? 112. Ha! Naja. Wir haben einen Gegner, den wir besiegen können. Geht die Energie gleich runter. Naja. So, das sind die Gefechtsrollen. Prima. Rechter Punkt, Verteidigung. Passt auch. Alles klar. So, das heißt, dann wollen wir das mal hier einbauen. In die Korvette. Also hier die Aggressiven finde ich an der Stelle nicht so gut. Mehr Schaden, ja, aber ich denke hier ausweichen in der Höhe. Halt mal kurz an. Ist mir denn doch lieber. Wollen wir das Ding mal speichern? Ist gar nicht genau. Gucken, wie das passt. Komm mal her, hier. Gucken wir uns doch mal an. Warte mal, jetzt sehe ich gerade, der ist ja hier. Da auch noch unerkundet. Das will ich mir doch hier mal anschauen. Aber da muss ich doch noch mal anhalten. Weil hier will ich ja dann doch mal bauen. Uns vielleicht nicht übertreiben. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ich habe hier und hier Nahrung. Ich könnte hier noch eine dritte Nahrung setzen und dann kann ich die beide eigentlich auf Mine setzen, ja. Baue ganz schön viel vor, hm? Sollte es vielleicht auch nicht übertreiben. Kostet ja auch alles. So, wir haben einen Kontakt. Die Dima, Friede sei mit euch. Wo sind die Dima denn? Ah, die sind da um die Ecke. So, nun wollen wir mal hier schauen. Kommen ja ganz schön schnell angefegt hier. Na gut, ich bin auch auf schnell. Sieht's denn da aus? Oh, die Raketen hauen rein. Na, geht's aus, ohne dass ich was verliere? Ja, ich schaffe es. Oder? Doch, ja. Ah, alles klar. Wunderbar.
Dann wollen wir das gleich mal einsammeln. Ist denn wichtiger als das andere System da? So, okay, der hat das Ding hier auch schon geholt. Ist ja wunderbar. Oh, habe ich einen Haufen Geld. Naja, gut, ich wollte ja jetzt auch zum einen die Flotte wieder hochziehen und zum anderen Kolonieschiff bauen. Und dann, womit fangen wir denn an? Ich glaube hier. Sieben Stück brauche ich, drei. Sieben, alles klar. Oh, jetzt steht ja hinten dran die Verbesserung. Könnte ich eigentlich. Ziehen wir die gerade mal noch zwischen. Alles klar. So, naja, da hat das doch schon geklappt, dass ich den Raketenfritzen hier reingenommen habe. Jetzt habe ich die Fusionsraketen. Will ich die auch gleich mal erforschen. So, was haben wir denn hier? Direktor des Museums Exo hat uns gebeten, mehrere benachbarten Welten gesichtet. Ja, die werden wir beschaffen. Wollen wir mal gucken, was wir da so rankriegen. Die sind oftmals wirklich relativ nah. Mal hin. Wie ich sehe, komme ich überall ran. Der auch. Das sieht ja sehr ordentlich aus. Und hier kommt irgendwie auch keiner ran. Nehmen wir den gerade mit rein. Geht ja eh bei der Keramik hier, da fällt das mit ab. So. Konstruktionsschiff. Haben wir auch noch. Vielleicht sollte ich denn doch noch mal ein bisschen hier was von den Forschungsteilen absammeln. Ich denke, das ist jetzt schon durchaus der Moment. Oder vielleicht doch erstmal hier noch zweimal. Fachwissen Staatskunst hat die. Und das aus. Wie macht die das eigentlich in ihrem Forschungsschiff? Ne? Ja, Nanokomposit. Naja, doll ist ja nicht, was wir da gefunden haben. Was soll's? Nehmen wir die auch gerade noch rein hier. Haben wir die auch. Weißt du was? Das werde ich ja fast doch noch bis zur nächsten Wahl lassen. Ach, das eine hat er schon in Auftrag gegeben. Na gut. Alles klar. Werden sich schon noch andere wiederfinden. Und deswegen sind die ganzen Felder hier, die sich dafür interessieren, für die Tierchen. So, die Sterne zum Gruße. Ich spreche von den vereinten Nomadenflotten. Weltraumnomaden. Okay. Jene Schiffe, die mich in diese Zentralized Silverports bezeichnet. Aha, okay. Alles klar. Interessant. Irgendwelche Sachen hier gekriegt? Nö. Das ist die Gasbaueinrichtung. Wen Exemplare? Naja. Wann ist denn eigentlich hier die Wahl? Nächste Wahl am 1. Juni. Das ist in einem Monat. Deshalb wollte ich das hier ja noch abwarten. Warte mal, oh, das habe ich nach der Wahl geguckt, aber nicht. Oh. Komm, da helfen wir doch mal hier. Mal keinen Ärger hier machen, ja?
Na gut, aber Ärger oder nicht, schauen wir mal, wie das denn weitergeht in der nächsten Folge. Für den Moment werde ich an der Stelle dann erstmal wieder eine Pause einlegen. Hat sich doch ganz gut entwickelt, glaube ich, das nächste Kolonieschiff kann, bevor ich das vergesse, direkt in Auftrag gegeben werden hier. Und ich denke mal, dann wird hier Alpha Centauri weiter untersucht. Drei Korvetten sind noch im Auftrag. Wenn ich die habe, dann habe ich hier auch eine Flotte, die so um die, naja, nicht ganz, 650 bis 700, irgend sowas in der Preisklasse als Stärke hat. Und ich denke, da kann ich dann doch hier schon dieses Thema angehen. Also hier gerade, das sind glaube ich immer so 270er gewesen. Zwar vier Stück, aber wenn ich es schaffe, die ein bisschen auseinanderzuziehen, dass sie mich nicht alle auf einmal angreifen, dann sollte das schon gehen. Mit der Flotte kann ich, glaube ich, ganz gut arbeiten. Wenn ich jetzt hier mal, wo sind sie denn hier, die Hasar? Das waren hier die Nomaden. Da sind die Teile. Die sind ebenbürtig. Ja. Mir schon fast überlegen, ob ich sie dann mal auch mal überfalle. Wäre vielleicht durchaus eine Idee. Dann werde ich die schon mal los. Mit der dann kompletten 20er Armee wäre das vielleicht eine Option. Naja, da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, zunächst mal bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.